Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken und dem Beagle. Ich habe nachgeguckt und ich darf, yay, nach der Hauptstory noch in der Welt dort rumreisen. Das heißt, ich kann mit euch das Let's Play jetzt beenden, damit wir die Story haben und mich dann entscheiden, danach in aller Seelenruhe alles zu machen, die Vertrauten zu holen, vielleicht was an meiner Verteidigung zu ändern und. Dann wollen wir mal. Es wird Zeit, dass Ralf lernt, wer hier der King im Ring ist. Wenn ich denn jemals diese Wand hier schaffe zu überwinden, oder wie? Das meine ich. Das ist ätzend. Was? Das sind so unnötige Stolperfallen, um mich aufzuhalten. Die sind einfach nicht notwendig. Ich möchte mal auch kurz anmerken, die Fähigkeiten, die ich hier besitze, die mit dem Surfen und so, und die letzte von Olas. Was habe ich denn davon noch, außer dass ich sie später in meiner Open World benutzen kann? Also da sind einige Sachen gerade zum Schluss hin überhaupt nicht wirklich durchdacht worden und das finde ich super schade. Darf ich nur nicht das Falsche nehmen? Ah, da ist sie. Ich frage mich halt, was würde jetzt passieren, wenn ich nach New York gehe? Hast du dich nun entschieden? Ja, natürlich der letzte Kampf gegen ihn. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Es ist Zeit, das Richtige zu tun. Es ist Zeit, meine Kräfte zu nutzen. Für Ethia. Und das wirst du. Du ist eine Tante. Die Kraft schlummert in dir. Alles klar. Und auch deine Mutter steht hier. Meine Mutter der Drachen? Ich sag doch voll Maleficent-mäßig. Gehen wir es an. Ich habe in der Tat nicht nachgeguckt, wie man sich hätte entscheiden können, wenn ich ehrlich bin. Helfen! Ich räume hier auf! Leg du den Mistkerl ab!
Haltet durch, Leute. Okay, also tatsächlich hätte man sich auch für das schlechte Ende entscheiden können. Also sprich, nach Hause zu gehen. Das soll aber wohl nicht nur schlecht sein, weil es moralisch schlecht ist, sondern schlecht, weil es schlecht schlecht ist. Bitte, du musst uns beschützen! Dabei. Das ist jetzt gerade zugegebenermaßen einfach nur schlecht programmiert. Hat er sich jetzt gerade selbst abgeschossen? Faszinierend. Sowas passiert, wenn man ein dummer kleiner Vogel ist. Das sollte der dumme kleine Vogel irgendwie nicht auf sich sitzen lassen. Wie viele Vögel sind denn das jetzt noch? Noch mehr Vögel, ja? Und ihr bleibt einfach stehen, ja? Okay. Ich wüsste ja, die Menschen sind dumm. Ich sag doch, ich nehme lieber so eine verblödete Katze, die mir mehr Mehrwert gibt, weil sie mit mir schmust und alles, als dumme Menschen, die jetzt nicht wegrennen. Sich in Sicherheit bringen. Oh, noch mehr von diesen dummen Vögeln. Soll das jetzt mein Endkampf sein, gegen diese dummen Vögel anzutreten, oder was? Oh. Die fliegen und ihre einzige Angriffsmöglichkeit ist, zu mir zu kommen, um mich zu picken? Das ist lame, ey. Ich nehm das zurück. Nein, ich kann nicht mal bitte aus diesem Chaos hier raus. Eine spannende Sache. Ja, ja. Genau so. Ach komm. Übrigens brauche ich dich nicht, Armreif. Haha. I'm just saying. Und kotzt und kotzt und kotzt. Nicht im Ernst, ein Schlag und ich bin. Leute, weil ich meine Verteidigung nicht mehr stärken konnte. Oh. Das ist. Bitte, du musst uns beschützen! Das ist lame. Kommen die, wenn ich die nicht schnell gesucht besiege, oder was?
Oh, noch eins von den Blattviechern? Das kannst du nicht sein. Okay. Jetzt wieder die Vögel. Also es ist jetzt... Die haben zum Schluss gerade leider sehr viel spieltechnisch falsch gemacht. Leider. Leider Gottes haben sie jetzt zum Schluss wirklich viele Anfängerfehler gemacht. So Sachen, die den Spielspaß gleich null machen. Warum nicht nach jeder Phase einen kurzen Schnellspeicherpunkt? Warum? Warum muss ich jetzt jede Phase nochmal von vorne machen? Wer sich wie viele Phasen der Scheiß hat? Nein. Stell dir mal vor, das Ganze hat 6 Phasen und ich muss alle 6 Phasen jedes Mal von vorne machen. Nur weil ich nicht die Gelegenheit hatte, meine Verteidigung anständig zu stärken. Nö. Absolut nö. Und mit den Vögeln hier, das jetzt ist ein bisschen... Naja. Da kriegst du einfach nur taube Finger, mehr kriegst du da nicht. Mein Gott, lass mich in Frieden, du Kackbratzenvieh. Mein Gott, lass mich doch angreifen. Mein! Ich glaube, ich habe meinen Timer nicht angemacht. Fällt mir gerade auf. Noch mehr Vögel, ey, noch mehr Vögel und noch mehr Vögel. Also, Leute, Masse macht einfach keinen guten Bosskampf aus, ne? Masse ist ungleich guter Kampf. Aber egal. Ich sage ja, Masse ungleich guter Kampf. Verdammt! Nein, 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 nein! Ich bleib jetzt hier an den Dings hängen, das ist doch unglaublich. Den Scheiß noch mal machen zu müssen. Anfällig dafür, es interessiert ihn nicht. Sorry, aber es ist wieder lame. Ich mach dem überhaupt gar keinen Schaden, diesem Barbo. Das ist ja Wahnsinn. Ich will mal was ausprobieren. Ah, komm.
ich mache dem einfach überhaupt gar keinen Schaden. Ich mache dem überhaupt gar keinen Schaden, Leute. Er mir aber dafür umso mehr. Das ist unglaublich, Leute. Und ich soll gleich dann noch gegen den Ralf kämpfen. Ballons nicht in diesem Spiel vorhanden. Was hat der denn jetzt für Komplexe, dieser Penner? Guckt's euch doch mal an, Leute. Das ist doch nicht normal. Und ich mach 200 Schaden. Ich wollte gerne ausweichen, hat aber nicht funktioniert. Leute, das ist lächerlich. Es ist lächerlich. Das macht mir auch keinen Spaß. Das hat nichts mit hoher Kunst zu tun. Das hat was mit Konzentration. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann muss ich auch leider hier erstmal einen Cut reinmachen, weil ich dann auf das Spiel einfach für heute keinen Bock mehr habe. Egal, ob das Finale ist oder nicht, aber es macht mir gerade viel kaputt. Viel, was das Spiel mal richtig gemacht hat, macht es mir gerade richtig kaputt. Was? Guckt es euch an, ich habe bald keine Heilung mehr und er hat einfach nichts an Schaden genommen. Er hat nichts an Schaden genommen. Einfach gar nichts. Oh, komm, ist okay. Das ist doch nicht wahr. Was soll ich denn jetzt machen? Das geht nicht. Gut, 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 gut. Ich habe keine Lust zu sterben und den Scheiß nochmal zu machen. Habe ich nicht. Ist so. Dafür, dass er dagegen so resistent ist, mache ich damit trotzdem immer noch den meisten Schaden. Mach doch! Oh, Frey! Warum machst du mir jetzt zum Schluss nochmal das Leben so richtig schwer? Das hat nicht funktioniert und damit bin ich jetzt bei meiner letzten Heilung angekommen. Ich darf mich jetzt im Grunde gar nicht mehr treffen lassen. Was schwer werden wird, aber ist egal. Hat er etwa mittendrin jetzt... Ah, komm! Das ist doch nicht wahr. Ich bin jetzt schon wieder erledigt. Okay, Leute, ich muss hier jetzt leider mal einen Cut reinmachen, denn darauf habe ich keine Lust. Haut rein.